was hat sie da Leckeres? Ist das Rindfleisch? Ani allein nicht, schau mal. Ah, das ist der Rindfleisch. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Ich habe für nach Hause. Ich habe es mir reinpacken lassen. Ich esse es dann heute Abend. Das sind so wie Brät, thailändisches Brät. So Fleischbällchen. Look, Chin. Little dry beef, ne? Chai. Ah, das andere ist Beef, okay. Rind. Kalbsbratwurst in Kugelform, ja. Wobei die Kalbsbratwurst schmeckt ein bisschen besser. Was ich nicht mag, wenn ich die kaufe bei einer Straßenküche und die haben Knorpel drin. Das mag ich gar nicht. Wenn die Knorpel drin haben, dann schmeiße ich die weg. Die müssen für mich wie halt so Brätkügelchen, Brätkugeln müssen die sein. Die haben keine Knorpel drin, sehr gut. Die sind immer so hart, die sind extrem weich, die Dinge. Ist wie eine Wurst. Also die Hühnerbällchen sind die besseren. Beef ist gar nicht meins. Und die haben auch Knorpel drin, die Beef. Eklig, kann ich nicht essen. Lottoverkäuferin da. Da hat es einen Friseur. Jui, die Nime. We sign the hourly customer confirm. Aha. Ah. Okay, das war ein Friseur vorher. Aber man muss. Der ist geschlossen hier, oder? Nee, die Nimi, du, Jui. Mi. Vorher musste man anmelden. Hi, wo seid ihr? In Cham, Thailand. Schauen da. Schnell klopfi, klopfi. Komisch. Walk-ins nicht möglich. Was läuft denn jetzt? Keine Kunden überall, aber Walk-ins nicht möglich. Jui fragt sich gerade, ob es irgendwie eine Regel gibt wegen Covid, weißt du? Dass man nur noch. Was ist da los? Wollen die nicht? Keine Ahnung. Ja, du. Wieso rennt ihr auf der Straße? Rennen? Okay. Schau mal den Gehweg an. Oh, cool.
Wieder ein paar Beeren mitnehmen da. No, we have one. Aha. Den habe ich auch, so einen Baum. Der wird mal Beeren haben. Ja, near the lake. I think they fall close. Ist ein bisschen. Leben hier überhaupt noch Menschen, oder? Sind die alle hinter? Straßenküche. Ich glaube, die zurzeit am meisten Arbeit haben, ist Food Panda. Perfect Beauty. Ist das eine Massage? Ja, eine Massage. Ja. Ja. Hä? Oh! Schaut auch cool aus. Jatzl 3008, vielen Dank für die Bits und den Support. Dem Alien. Aha. Der Alienbaum. Genau. Wie beurteilst du die Spitäler in Thailand? Sehr gut. Private Krankenhäuser sind top. Ja, bin ich. Bei Lotte und bei Nein. Jukovic, danke für dein Abo und den Support. Lotte, Jutti nun, ja. Okay, bei du, bei Lotte. Okay, wir sind jetzt da bei Milkland und das ist ja ein kurzer Weg da rein. Oh. Live shot, dye my cup. Okay. Popcorn cup. Oh, Mario Milky, hen ma? Last time you eat leh. Chai, okay. Pom ao. Ah, chai. Me ao hot coffee. หนูผมเอามาริโอมิลคีไม่มีกาแฟนะไม่เป็นไรผมเอามาริโอมิลคีโอเคค่ะตังไหมอ่าเอาหนึ่งแก้วมันต้องกินอย่างนี้นะคะตังโอ้ดูชัดอ่ะคุณดาวสิสิสเ
Kaffee und ja, Alme, Jui Alme. Auch Espresso, auch nie Espresso. Ja. Durian. Auch nie Durian. Du siehst Ice Cream, Durian. Chai and? Kaffee. Chai. Auch du immer. Ja, sind das Shakes? Ja, das sind Milchshakes. Also, das ist dänische Milch in Thailand weit verbreitet. War, glaube ich, der erste größere Milchimporteur hier. Milch aus Dänemark gibt es auch überall im 7-Eleven. Zum Beispiel da die ganzen Milchprodukte, die es in Thailand gibt, die gibt es ja schon lange. Die sind alle von Dänisch. Also die kriegst du überall, Supermärkte, überall ist alles halt. Wird in Thailand hergestellt, ist aber ja diese Marke. Aha, okay. Aha, okay. Ich glaube mit Orion oder wie das heißt. Ich habe da noch Durian, Stinkfrucht, Eis mit Espresso. Das Eis liegt im Espresso drin. Das ist auch eine spezielle Kombination. Durian-Eis im Espresso. Auch die Schuhe. Ups. Jetzt alles vollgespritzt hier. Riesensauerei. Ich glaube, das muss zuerst schmelzen. Also es ist wirklich Durian. Ja, ich habe da alles dreckig gemacht. Aber das schmeckt echt scheiße. Also du kannst nicht Durian-Eis mit Kaffee zusammen. Das war ein Fehler. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt ein Espresso und ein Eis separat, aber zusammen. Ich muss das zuerst ein bisschen wirken lassen. Also Durian-Eis ist eigentlich nicht schlecht, mag ich so. Espresso mit Durian-Eis. Es gibt heute wieder einen Netflix-Abend. Heute kann ich wieder zocken und Netflix schauen bis spät in den Morgen mit so einem Durian-Espresso. Also das Durian-Eis ist sehr lecker. Irgendwie geht's. Nur der erste Moment war krass, aber jetzt geht's. Ja, Espresso mit Vanille wäre besser gewesen. Wenn sie das isst, die schläft heute Nacht keine Minute. Espresso, bei uns jetzt dann gleich 16 Uhr in 20 Minuten, die schläft die ganze Nacht nicht.